Wunderschönen guten Morgen, Fußballfreunde. Moment, es ist 17 Uhr. Naja, egal. Auf jeden Fall ist heute der zweite Spieltag der Fußball-Weltmeisterschaft und ja, den tippen wir jetzt. Fangen wir so an mit Katar gegen Senegal und ich tippe 6:0 gegen Katar. Einfach, ja, wie gesagt, die WM in Katar, es ist eine absolute Farce, dass sie dort stattfinden kann. Und wie Infantino die aus... Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir springt der Funke dieser WM einfach nicht so wirklich über. Aber gut, wir geben jetzt einfach die Tipps ab und denken uns, es ist Fabis ultimative Weltmeisterschaft. Und da spielt Wales gegen den Iran. Iran, das sind die, die von England aufs Maul bekommen haben. Und Wales, wie hat Wales gespielt? Wales hat gegen die USA 1:1 gespielt. Und ich sehe gerade, dass Deutschland gerade eben gegen Japan verloren hat. Ja, Glückwunsch. Aber gut, auch 71% der Fans sehen hier Wales vorne und den Iran. Ja, ein paar sagen unentschieden. Aber gut, Wales wird das machen. Gareth Bale wird schon irgendwie so ein, zwei Dinger reinhauen und macht's. Solide mit 2:0 gegen den Iran. Und Freunde, man kann die Tipps hier auch automatisch ausfüllen lassen und das habe ich auch getan und da ist das Spiel 4:0 ausgegangen, also stabil Wales. Wir bleiben gleich in Fabis ultimativer Gruppe und gehen zu England gegen die USA. England hat eben ein Feuerwerk abgezündet am ersten Spieltag und so gefühlt jeder Spieler einmal getroffen. Also ja, klar, wenn du 6 Tore schießt. Aber ob die dann wirklich WM-Favorit sind oder ob das einfach dem geschuldet war, dass der Iran einfach nicht gut ist, das wird sich noch herausstellen. Gegen die USA, ob da so viel mehr Gegenwehr kommt. Naja gut, aber die haben gegen Wales immerhin einen Punkt geholt und Wales hat Österreich ausgehauen in der WM-Quali. Also muss die USA eigentlich doch ganz gut sein. Oder Österreich ist kacke. Ja, egal. Ich tippe einfach 3:1 für England. Die Niederlande bekommt es mit Ecuador zu tun und da sehen 85% die Niederlande vorne, aber Ecuador... Ganz ehrlich, Enner Valencia, der hat 2 Tore gemacht und das ist, glaube ich, der einzige, der für Ecuador WM-Tore gemacht hat. Bei den letzten beiden WM-Turnieren habe ich da nie ihn gesehen. Ich weiß gerade nicht mal, wie die Niederlande das erste Spiel gespielt hat. Oh, okay, 2:0 gegen Senegal. Ah, das war das Spiel, wo dieses ganz, ganz späte Tor gefallen ist. Oh, beziehungsweise, das ist ja irgendwie bei jeder Partie so. Es sind ja überall immer so 10, 15 Minuten Nachspielzeit. Was ist denn da los? Das ist auch ein bisschen wild. Aber gut, dann gehe ich hier mit einer Überraschung und tippe Niederlande gegen Ecuador 2:2 unentschieden im Khalifa International Stadium. Mal gucken, ob da dann auch wieder 90.000 Zuschauer sind, obwohl das Stadion nur Platz für 40.000 hat. Polen bekommt es mit Saudi-Arabien zu tun. Die sind immerhin Favorit in dieser Gruppe, wie ich schon beim ersten Tipp gesagt habe. Natürlich, es ist so klar, dass Argentinien und Polen dann patzen, wenn ich Argentinien und Polen weitertippe. Ja, Moment, ich habe Polen nicht weitergetippt. Aber Saudi-Arabien, Messi, was ist denn da los? Du kommst zu deiner letzten WM, führst mit Argentinien und dann kommt einfach Saudi-Arabien ums Eck und haut dir so aufs Maul und du sagst so, ja, 35 Spiele ungeschlagen, Serie und weg bist du. Lewandowski, Elfmeter verschossen, ja, trifft einfach nicht bei einer WM. Ja, aber die werden jetzt Saudi-Arabien nicht unterschätzen. Ich glaube trotzdem, dass Polen das machen wird. Einfach solide mit 2:0. Fabis ultimative WM und da spielt Argentinien gegen Mexiko im Lusail Stadium. Ja, Argentinien ist unter Zugzwang. Mexiko, die wollen natürlich Argentinien ein Beinchen stellen. Aber die Frage ist, ob das gelingen wird. Messi ist unter Druck und die ganze Mannschaft ist gefordert. Die müssen doch was zeigen. Und ich tippe auf ein 3:1 von Argentinien gegen Mexiko. Sehen auch 87% so. Aber es ist, eins ist klar, es ist ein Must-Win-Game für Lionel Messi und Co. Ansonsten könnte es ganz, ganz schnell wieder nach Hause gehen. Beziehungsweise eher nach Paris, also nach Frankreich. Dort, wo er dann wahrscheinlich mit Cristiano Ronaldo gemeinsam spielen wird, der ja jetzt bei Manchester United entlassen wurde. Es ist einfach zu wild, was aktuell in der Fußballwelt los ist, Freunde. Frankreich bekommt es mit Dänemark zu tun. Frankreich hat gegen wen das erste Mal gespielt? Oh, gegen Australien, genau, da haben sie sicher gewonnen. Gegen Dänemark, die haben unentschieden gegen Tunesien gespielt, haben hier aber trotzdem relativ 18% Glauben an einen Sieg von Dänemark und relativ viel an einen Unentschieden. Fast 60% sind für Frankreich. Und ich glaube, Frankreich macht das auch glanzlos mit 2:0. Aber da stellt sich für mich die Frage, was glaubt da der FIFA-WM-Predictor? 3:2 für Frankreich. Holla die Waldfee. Gut, aber der glaubt auch 5:0 für Argentinien gegen Mexiko. Also, ja, da ist Hopfen und Malz verloren, Freunde. Ja gut, ist ja auch von der FIFA. Ne? Tunesien gegen Australien. Fanliebling, ja was, Fanliebling, keine Ahnung, 25% für Tunesien, der Rest für Australien, dann dazwischen viel unentschieden, wäre natürlich prädestiniert, hier einfach unentschieden zu tippen. Haut Tunesien haut einen raus, 2:1, klassischer Tippspieltipp im Al-Janoub Stadium. Tunesien hat ja einen gewissen Heimvorteil, denn das ist ja nicht so weit entfernt von Katar. Wir springen in Gruppe G, wo Korea es mit Ghana zu tun hat und ja, ist jetzt schwer zu sagen, wie die das erste Spiel gespielt haben, denn die spielen erst morgen am Donnerstag. Ich nehme das gerade am Mittwoch auf. Also,
überhaupt nicht einzuschätzen, ob Ghana da jetzt dann Punkte holen muss oder ob Korea punkten muss oder ob schon die erste Überraschung in dieser Gruppe geschehen ist. Korea aber mit 42% hier favorisiert, das wundert mich fast schon ein bisschen, denn ich schätze Ghana trotzdem sehr, sehr stark ein. Aber Korea natürlich mit Heung-min Son, dem absoluten Shootingstar der Mannschaft, auch nicht zu unterschätzen. Und nachdem die Japaner ja gerade Deutschland geschlagen haben, die asiatischen Mannschaften bitte nicht unterschätzen. Keine Ahnung, ich tippe einfach 2-2 und ja, wenn dann der Bessere gewinnt, dann ist es eben so. Und wenn nicht, dann war mein Tipp halt wieder mal lost, aber das kenne ich ja. Das andere Spiel in der Gruppe ist Portugal gegen Uruguay mit Cristiano Ronaldo, der ja bei der WM jetzt eigentlich ziemlich weit kommen muss, damit er sich nochmal empfehlen kann für einen anderen Verein und damit er vielleicht die Arbeitslosigkeit noch etwas hinauszögern kann, denn Stand jetzt hat er keinen Verein, denn Man United hat den Vertrag mit ihm beidseitig gekündigt. Das heißt, er ist frei und könnte dann eigentlich mit Messi bei PSG ein bisschen rumkicken vor der Weihnachtszeit. Ja, eigentlich auch nett. Aber auch ein nettes Spiel gegen Uruguay, wo knapp 50% trotzdem an die Portugiesen glauben. Aber ich denke, dass Uruguay da schon einen Schlag hat. Und da tippen einige trotzdem auf dem Unentschieden. Und ich denke, ich werde mich auch so entscheiden. Bei Fabis ultimativer WM fallen aber viele fallen viele Tore. Ja, come on. Wie gegen Spanien damals. 3-3. Das nächste Spiel ist Kamerun gegen Serbien, wo die Serben fast zu 2/3 als Favorit eingeschätzt werden. Und ja gut, die haben auch sehr viele gute Spieler. Vlahovic, Milinkovic, Savic und. Aber Kamerun, wieder nicht zu unterschätzen. Joel Matip, Ex-Schalker dort. Erik-Maxim Choupo-Moting, Ex-Schalker dort. Und absolut das Biest, absolut im Megamodus unterwegs. Bin ich jetzt wieder so langweilig und tippen unentschieden? Ja, komm, ich mach's einfach. 1-1, Kamerun gegen Serbien. Ach so, und natürlich auch wieder schwer zu sagen, denn die haben noch kein Spiel gehabt. Also von wegen, wie die in Form sind oder so. Brasilien bekommt es aber mit der Schweiz zu tun und ganz ehrlich, egal wie die in Form sind, Brasilien ist einfach die stärkste Mannschaft in diesem Turnier oder eine der stärksten Mannschaften in Fabis ultimativen WM-Turnier. Aber die Schweiz ist immer gut für eine Überraschung und meine Schweizer Freunde haben damals Frankreich bei der Euro rausgehauen und ich habe zwar gesagt, die Schweiz wird nicht weiterkommen, aber ja komm, ich tippe da wieder unentschieden. Die Schweiz holt einen Punkt gegen Brasilien. 1-1. Und ja, damit bin ich hier bei den 2%, die Schweiz einen Sieg zutrauen und vielleicht noch bei den restlichen 5%, die ein Unentschieden zutrauen. 93% sind hier für Brasilien. Aber was sagt der Zufallsgenerator? 6-3 für Brasilien. Ja, alles klar. What the fuck? Japan gegen Costa Rica. Die Japaner, wie gesagt, die Deutschen geschlagen. Und Costa Rica ist ja eigentlich auch so eine Überraschungsmannschaft. Beziehungsweise die, die für eine Überraschung bei der WM gut sind. Aber die Japaner, mit denen ist jetzt zu rechnen. Aber was ist, wenn Costa Rica die UNO Reverse Card spielt und das Ding gewinnt? Ich sag, Costa Rica, nee, die gehen trotzdem unter. Japan ist einfach schon zu stark. 3-0 für die Japaner. Die blauen Samurai gewinnen also ihr Spiel, aber was machen die Marokkaner? Ich weiß nicht, wie die mit dem Spitznamen heißen, gegen die Belgier. Ich glaube trotzdem, Belgien mit der goldenen Generation, die werden es jetzt nochmal zeigen. 90% sind für Belgien und ich tippe ebenfalls ein 3-0 gegen Marokko. Und Kroatien, die haben ja am ersten Spieltag jetzt enttäuscht. Gegen Kanada muss eine Leistungssteigerung her. 80% sind für die Kroaten. Und ich denke, Kroatien, wie gesagt, ich schätze die nicht so stark ein bei dieser WM. Ja komm, Kanada stellt denen ein Bein. Kanada stellt denen ein Bein und gewinnt mit 2-0. Und dann bleibt nur noch das letzte Spiel. Spanien gegen Deutschland. Deutschland, ja, hat sich mit dem ersten Spiel gegen Japan gleich mal blamiert. Aber ist auch schön, kann man Weihnachten gleich mal früher zu Hause feiern. Beziehungsweise schön die Weihnachtszeit zu Hause genießen. Kann die WM irgendwie auch noch boykottieren. Ist auch, ja, eine Art, wie es wir Österreicher und auch die Italiener gemacht haben. Aber gegen Spanien, 41% sind für die Deutschen. Die haben, glaube ich, dieses Spiel jetzt gegen Japan noch nicht mitbekommen, wie das ausgegangen ist. Ich glaube, Spanien macht das Ding. Ja, ich tippe auf ein 2-2, Freunde. Ich tippe auf ein 2-2. Deutschland hält sich die Chancen noch irgendwie offen. Und was sagt der Zufallsgenerator? 5-3 für Deutschland. Ja, Prost Mahlzeit. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber alles ist möglich bei Fabis ultimativer Weltmeisterschaft. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann wird dir sicher auch das hier gefallen. Also hier klicken und angucken.